Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Wir starten auch gleich ohne große Umschweife mit dem charttechnischen Blick auf die deutschen Standardwerte. Und beim DAX hat die Woche ja durchaus verheißungsvoll begonnen. Wir haben uns gestern gut erholt gezeigt von den anfänglichen Kursverlusten, haben den gestrigen Handelstag mit einem Bullish Engulfing abschließen können. Und das Bemerkenswerte an diesem positiven Candlestick-Muster ist, dass wir damit die entscheidenden charttechnischen Hürden bei rund 10.100 Punkten überwinden konnten. Was hat es damit auf sich? Zunächst einmal die letzten Erholungshochs lagen alle in diesem Dunstkreis, dann das markante Tief von Mitte Dezember 2015 und zu guter Letzt auch noch zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements, die hier angesiedelt waren. Aber eigentlich beruht die Bedeutung der angesprochenen Zone vor allen Dingen darauf, dass sie die Nackenlinie einer inversen Schulterkopf-Schulterformation definiert. Und der mitgebrachte Chart zeigt das sehr schön, dass wir hier eine klassische untere Umkehr ausgeprägt haben und damit durchaus weiteres Kurspotenzial uns verdient und erarbeitet haben. Sodass unterm Strich die 200-Tages-Linie aktuell bei 10.286 Punkten, aber auch der Korrekturtrend, der uns jetzt seit gut einem Jahr begleitet, also seit April 2015 den Markt dominiert, derzeit bei 10.323 Punkten verläuft. Perspektivisch gesehen nur Durchgangsstationen auf dem Weg nach Norden darstellen sollten. Und kein Trade ohne das Risiko in den Griff zu kriegen. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich die in der abgelaufenen Woche gerissene Kurslücke, und zwar die Kurslücke nach oben, an untere Gap-Kante da bei 9.770 Punkten. Und die harmoniert bestens mit der 38-Tages-Linie, die genau in diese Kurslücke fällt, sodass man einen sehr schönen neuralgischen Punkt zur Absicherung hat. Liebe Zuschauer, wir bleiben in Deutschland, wollen uns als zweites aber einen Einzelwert anschauen, und zwar einer, der mächtig unter die Räder gekommen ist. Die Rede ist von den Papieren der Deutschen Bank, aber auch da gibt es so ein bisschen einige hoffnungsvolle Entwicklungen. Wir haben im Jahresverlauf 2016 zweimal das entscheidende Ausverkaufstief von Anfang 2009 getestet, bei 14.03 ist das angesiedelt. Und wir haben Mitte Februar schon mal auf dieser Basis den Dreh vollzogen mit einem Hammer-Umkehrmuster. Und in der abgelaufenen Woche haben wir den Bruch dieser Bastion abgelehnt durch ein klassisches Bullish Engulfing. Und diese beiden Candlestick-Umkehrmuster, die nähren jetzt die Hoffnung, dass es aus charttechnischer Sicht auf dieser Basis zur Ausprägung eines klassischen Doppelbodens kommen könnte. Und neue Nahrung erhält diese mögliche untere Umkehrformation dadurch, dass wir im Verlauf des RSI uns anschicken, den langfristigen Abwärtstrend zu brechen und gleichzeitig der MACD hier mittlerweile wieder deutlich freundlich zu interpretieren ist. Der hat nämlich zuletzt ein positives Schnittmuster generieren können. Erstes Erholungsziel aus unserer Sicht, das Hoch von Mitte März bei 18,84, und das ist dann auch charttechnisch, wenn Sie so wollen, die alles entscheidende Marke, weil dieses Level definiert gleichzeitig die Nackenlinie des eben diskutierten Doppelbodens auf der Unterseite. Sprich, wenn uns auch der Spurt über diese Hürde gelingen sollte, dann hätten wir eine klassische untere Umkehr vervollständigt, aus der sich immerhin ein weiteres Anschlusspotenzial von rund 5 Euro ableiten ließe. Und auch da der Vollständigkeit halber, wo sollten Anleger den Stop platzieren? Auf der Unterseite, dazu prädestiniert das Tief der Vorwoche, also das Tief dieses Bullish Engulfings, und das liegt bei 13,62. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Das war's schon wieder für heute. Bleiben Sie uns gewogen. Viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten und bis nächste Woche. Tschüss aus Düsseldorf.